Ich wollte unbedingt Journalistin werden und habe dann als erste Frau unter lauter Männern Fußballspiele kommentiert. Ich war ein ganz neugieriges Kind und wollte immer wissen. Aber meine Eltern meinten, Mädchen brauchen kein Abitur. Solche Widerstände haben mich aber immer nur gereizt, sie zu überwinden. Ich wusste, als Journalistin kann ich alles fragen. Das war meine Motivation. Ich war nie jemand für Headlines, sondern für hintergründiges Wissen. Für Entwicklung gibt es keine Abkürzung. Man muss jede Herausforderung lieben lernen und dann gelingt es.